So, jetzt geht's wieder weiter mit Yoshi's Story auf der Nintendo 64. Ja. Das zweite Yoshi ist nicht mehr unser Freund. Er ist eingefangen. Leider. Leider, leider, leider. Das ist die Frage. Okay, wir haben noch ein bisschen. Nein. Also wir haben jetzt den grünen und den roten Yoshi verloren. Okay, noch 5 Früchte. Hier sind nochmal 2. Hoppa, Penny. Okay, okay, okay. Wir müssen von hinten angreifen. Noch eine Frucht. Und da ist sie. Da ist sie. Hier, die Tropen. Wir haben 2 Herzen eingesammelt. Wir haben auch einen Yoshi verloren. Ah, ruf, ruf, ruf. Die Yoshis entdecken mitten im Urwald ein riesen Baumhaus. Die Gabanons, die im hüftigen Baumhaus waren, mehr als durchgedreht. Sie bewahrten die tapferen Yoshis mit ekelhaften Eisenkugeln. Die Yoshis wurden immer glücklicher.
Tiefe. Wollensee. Kapitel 5. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den grünen Yoshi nicht geopfert. Hat sich geopfert. Wir sind einfach runtergesprungen mit dem grünen Yoshi und mit dem roten abgerutscht. Schwimmen. Benutze den 3D-Stick, um sicher durch das Wasser zu schwimmen. Okay, wir können nur... Schlecken und schwimmen. Oh. Und wenn wir sie berühren, sind wir nur ein bisschen Schaum. Los. Jetzt warten. Yes. Doof, dass wir durch Münzen nicht unser Leben aufbessern. Nur durch Früchte. Was bist du, ein Fisch? Fisch gewesen.
Nur noch 5 Früchte. Dann haben wir die Welt auch erledigt. Hier ist ein Problem. Aber wozu haben wir die Eier, wenn wir nichts attackieren können? Nein! Und unbedingt irgendwas zum Essen. Das ist unsere. Na, wo nicht mehr ohne? So. Tschüss. Laune. Viertel 6 kommt jetzt. So, mit das geilste Lied von allen. Um das Glück zu finden, mussten die Yoshis sich in den Tiefen des Ozeans baden, tauchten und schwimmen begingen. Sie in Früchte lichten und auf Wasser wetten. Das letzte Kapitel schien nicht mehr fern zu sein. Die Yoshis wurden immer glücklicher. Das Finale. Tüftelschloss. Unser Schallgeil. Best Friend. Willst du nochmal? Nee, wir opfern dich nicht mehr. Wo ist er? Er hat einfach unser Yoshi geholt. Schwinge, wenn du drüber herauf stehst, bleiben, wenn nicht geöffnet werden. Ja.
Welche sehen sich, um den Pendel zu bewegen, zur Setzung, okay? Schwertduell. Achte auf die Schwerter, sie sind äußerlich scharf. Das rote Schwert ist besonders gefährlich. Es kann sich tödlich schnell bewegen. Okay.
Okay, das ist gefährlich. So, nur 5 Früchte. Baby-Jubosa. Wenn das hier Ding war, ist das nicht Marios Reitesel? Ich lach mich krumm. Ich hasse es, wenn die Bonbons an denen die Decke knallen. Das... Was? Das ist nicht gut. Okay, verstehe. Oh, easy. Also wenn er unten ist, ist er total easy. Hier kommt eine rein. Der Yoshi, klein und dumm, fällt auf die dicke Nase dumm. Yeah!
Haben wir es geschafft? Oh, das ist wirklich hart. Genug. Diesmal. Du hast den doofen Baum. Ich hasse diese Früchte. So, wir haben es jetzt geschafft. Ja, es fehlt noch einmal. Kapitel 6. Geht nicht, dann Banane. Ich habe es früher als kleines Kind gespielt und ich habe es noch nie geschafft. So begann das Abenteuer der Tapon Yoshis. Die Geschichte der Yoshis war die Suche nach dem verlorenen Glück und dem sagenhaften Happy Baum. Schnuffel, der Hund, konnte ihm weiterhelfen. Die kleinen Yoshis verirrten sich in einem dunklen und mysteriösen Höhle. Es ist das Reich des Knochendrachen. Zögern würden bedeuten, gefressen zu werden. Dank deiner Hilfe entkommen sie der Höhle und konnten ihr Weg fortsetzen. Die Yoshis fanden einen Weg in Reich der Wolken. Trotz gehenden Abgründen gelingt die mutigen kleinen Yoshis unaufhalt ein Weg. Der Boss Schimmerwolken erwartet sie zum Duell. Ja, leider haben wir aber dort den grünen Yoshi verloren. Die Yoshis entdeckten mittendrin im Urwald einen riesen Baumhaus. Die Gabonus, wie sie lüftige Baumhaus waren, mehr als durchdrehen. Wir bewachten die tapferen Yoshis mit riesen Eisen. Um das Glück zu finden, müssen die Yoshis sich in die Tiefe des Ozeans wagen, tauchten und schwimmen, begegneten sie den fürchterlichen Unterwasserwesen, was das letzte Kapitel schien, nicht mehr weit entfernt zu sein. Im letzten Kapitel betrachten die Yoshis ein riesiges Schloss. Das Schloss war ein wahrer Maschinenwerk. Wer dort wohl lebt? Natürlich Baby Biosa. Er hatte nicht damit gerechnet, die Yoshis zu sehen. Die Insel wurde von Biosa befreit. Glückselig erfüllt die Yoshis den Happy Home mit seinen Früchten. Und nun lebten alle wieder glücklich und froh. Der grüne Yoshi ist auch wieder da. Juhu! Nicht nur noch so, also okay, ich bin happy. Oh. Happy End. Jo. Und das war das Let's Play. Yoshi's Story. Ein ganz, ganz kurzweiliges Game, aber ein cooles Game. Also ich fand es cool. Also,
Ich fand es echt cool. Wenn. Ja, wie fandest du das denn das? Einfach unten in den Kommentar reinschreiben. Und ja. Ich würde jetzt sagen, ich halte meinen Mund, sag noch das typische. Du brauchst kein Wort, Däumchen hoch, Kommentar runterlassen und Abo, wenn du das noch nicht hast. Nee, ja doch, eigentlich schon. Nee. Nee, ich bedanke mich, dass ihr dieses Let's Play mit mir zusammen durchgespielt habt. Und ja, wieder ein Stück Kindheit wieder aufgearbeitet. Ich habe echt wirklich früher wirklich nur Spiele angefangen zu spielen, aber noch niemals durchgespielt. Ich weiß nicht, welches Nintendo 64 Game jetzt danach kommt. Ich habe irgendwie Bock auf Zelda. Legend of Zelda Ocarina of Time. Das habe ich auch immer angefangen, aber auch noch nie durchgespielt. Und ja. Oder ein anderes Game. Ja, also ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und nicht vergessen, support kein Wort. Bis dann, tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder mich noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao.